Hey Leute, ich habe einen Escape Room in Minecraft gebaut und lasse heute meine Freunde diesen spielen, um zu schauen, ob sie den gut hinbekommen. Geschafft, cool. Ah, gut gemacht. Oder mies hart scheitern werden. Oh, da ist kein Knopf. Oh, nein, ich habe sogar geschafft. Ah. Falls euch übrigens so eine Art Video gefallen sollte, dann lasst es mich wissen mit einem Like oder einem Kommentar. Und ja, dann würde ich sagen, direkt ins Video rein. Let's go! Ja, lest mal vor. Supi dupi mega digga heftiger deftiger Escape Room. Größer als kleiner als größer als kleiner als größer als. Enter if you dare. Was Mike? Wir sind ums Jack. Ich bin hier. Und das ist alles nur in deinem Kopf. Bevor wir loslegen, möchtest du noch was trinken? Möchtest du dich betrinken? Wir haben einmal Bier 1,99, wir haben Cola 2,99 oder auch Gura für 5 Euro. 500 meine ich. Oder den Super Mega Chungus Deluxe für 6,999. Also ich wäre für den Super Mega Chungus Deluxe für 6,999. Ja, um den zu bekommen, musst du jetzt erstmal das Ding da hinten machen. Boah! Okay, nee, ich will aber erstmal ein Getränk. Jetzt geh schon rein! Oh, Musik. Ist da was drin? Oh, lecker. Hallo, das kostet! Okay, aus. Yo, MMC! Oh, schade, okay. Bist du dir sicher, Danny? Willst du das wirklich? Ich bin schon drin. Last chance. Okay, ich bin wieder raus. Mein Gott, da unten sind Diamanten. What the fuck? Endless Stairs, Danny, Endless Stairs. Warte, es ging gerade so. Okay, Last chance. Sehr geil. Ich trau mich herein. Du machst das schon. Last chance. Last chance. Sicher, dass du hier lang willst? Ja. Na gut, es gibt kein Zurück mehr. Was ist hier für ein Scheiß? Weg mit dem Mist. Okay, let's go. Oh mein Gott. Was ein fucking Jumpscare. Versuch mal wegzurennen. Frech. Warte. Du kommst hier nie wieder raus. Ah, nie wieder! Okay. Das Redstone ist eine Lüge. Ich würde nie meinen Redstone neben dem Schalter liegen lassen. Okay. Spaß. Du kommst nicht mehr raus. Jetzt bist du hier stuck. Für immer und ewig. Challenge 1. Redstone Fiasko. Was? Grün. Hier ist ein Bogen. Hier ist ein Pfeil. Wo bist du? Ja, hinter dir. Ja, was ist denn da drin? Oh, ein Bogen. Aber keine Pfeile. Ah, doch, hier. Hier geht's dann weiter. Wie gesagt, es gibt kein Zurück mehr. Inne, mene, mu und dran bist du. Das war doch schon mal der erste Death. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen. True. Warte mal. Ah, I see. Aha, perfekt. Also, das macht schon mal keinen Sinn, weil wo führt das hin? Das macht keinen Sinn. Wenn du einen Tipp brauchst, sag Bescheid. Der weiß nicht, kann man nicht wissen. Der geht. Das macht auch keinen Sinn, wirklich. Also die ganzen hier auf der Seite machen keinen Sinn und die beiden machen keinen Sinn. Ich müsste der sein. Guck jetzt mal das ganze Redstone. Achso. Ja. Ah. er hat's nicht gesehen. Ich versuche mal ein bisschen weniger zu helfen. Nicht getroffen? Ist auf dem Timer. So. Alter, Junge, wie schnell muss man da durch? Ist das gewollt, dass man stirbt? Naja, du hast da gedrückt, deshalb ist das ganze Redstone aktiviert. Warum tötet man dich denn die ganze Zeit damit? Ich glaube, du möchtest vielleicht den Tipp lesen. Zu Redstone ist eine Lüge, ich würde lieben, wenn Redstone neben dem Schalter liegen ist. Ich muss nur mal ganz kurz verstehen. Das Redstone ist eine Lüge. Ich würde nie mein Redstone neben dem Schalter liegen lassen.
Kann man das auch wieder ausmachen? Ja, kann man. Juhu! Hab ich getroffen? Nee. Doch. Jetzt hab ich getroffen. Hä? Muss halt schnell sein. Was zur Hölle ist das? Alter, wie schnell man sein muss. Okay. Ja! Nice! Challenge 2, Way of Life. Wie findest du das? Ist das hier so? Eine Werbung für Suzuki? Ja. Wie findest du es grafisch so? Ja, sehr schön. Ach, die Wandbemalungen, wie findest du die? Warum ist da ein Amogus? Das ist eine Wolke, hä? Jo, sieht sick aus. Wie lange habt ihr dafür gebraucht? Ich hab das ganz alleine ohne irgendwelche Plugins gebaut. Also ohne World Edit. Ohne World Edit. Way of Life. Sieht aus für mich wie ein basically normales Jump'n'Run. Oh, du hast den Schalter nicht betätigt. Alter. Du mich so angeguckt hast. Aber warte, ich booste mich mit dem Bogen. Ich bin super, wie du immer weißt, wo ich stehe und mich anschaust. Das war Challenge 1. Challenge 2, Way of Life. Oh nee. Warum haben Danny und ich genau die gleiche Reaktion? Wir würden beide kein Jump'n'Run in Minecraft. Was? Tipp? Think fast, Chuckle Nuts. Kommt jetzt, der Lava runter, also zack! Okay. Nike, ich hoffe, du machst es. Oh, ja! Tipp. Think first, Chocolat. Okay, ich soll schnell denken, Kishan, bist du. Der steht da hinten. Ein Pfeil. Warum ist da Redstone drauf? Weiß ich nicht, warum ist denn da Redstone drauf? Ja, du kannst einen Feuerweitsprung machen. Das ist das Gegenteil von einem Feuerweitsprung. Okay, gucken wir mal zu. Ja. Wenn du hier stehst, springst und dann Anlauf nimmst, dann kriegst du es besser hin. Und dann hast du mehr Momentum. Oh. Oh, sorry, das. Egal, ich versuch einfach nochmal. Juhu, geschafft! Think fast, Chocolates! Chocolates? Boom! Yes! Oh nein! Ich hab's sogar geschafft! Ah, knapp! Ich hoffe, es gibt nicht so viel Parkour in dem in der Map hier. Ja! Hä? Achso, Wasser. Oh, du schwebst! Geschafft. Was? Nein. Nein. Was soll man das so schnell machen?
Oh, knapp. Ah, okay. I see. Da habe ich jetzt aber tatsächlich sogar die Motivation, das mehrmal zu probieren. Das zählt, komm, das war aber. Hat jeder gesehen. Oh, geschafft! Woo! Digga, wer hat so viel Zeit? Ich hab so viel Zeit. Das geht eigentlich voll. Oh, nice! Ich reingeskillt erstmal. Danny ist einfach viel besser darin als ich. Ich hab das auch schon vorher gemacht. Ich hab das ja schon mal gemacht. Die Aussage. Und dann der Tod. Ich bin mal so nett. Oh, danke. Das Wasser mit dir, das Wasser hinter dir, da ist Wasser. Ich möchte nicht, dass du Rage quittest. Warte mal. Bla, bla, Blümpöppe. Ich find's krass, wie einfach der erste Raum für Danny war. Ich bin auf alles, ich hasse Jump'n'Runs. Ich geh gleich durch. Okay, Danny, weißt du, ich möchte dir mal ein bisschen aushelfen. Okay. Danke. Ey, Mützi, ey, Mützi. Ja, gut. Alter, ich meine immer noch. Das Rem, ne? Nein! Pass auf die Decke auf, du bist an der Border Limit. Lego! You could just walk over it? Nee, schade. Nein. Na! Ich glaube, du bist gerade nicht der Einzige, der stirbt. Mützi, hau ab! Mützi bringt da irgendwen um. Sorry, dass ich lachen muss, ich lach nicht wegen dir. Ich höre nur. Mützi, lass mal den Lärm hier! Lass die mal. Bro, ich springe, aber es funktioniert nicht. Oh, ja, viel Spaß. Oh, einer hat geschafft. Ja, jetzt auch der. Das unlockt die Tätiger. Ja, ich hoffe, du hast deinen Bogen noch mitgebracht. Ja. Ah. Du darfst ruhig hier deinen Spawnpoint setzen. Okay. Alter, wie schnell muss man denn da sein? Wie so ein Sonic, so... Hä? Hä? Da fehlt ein halber Block. Aber ich habe gedrückt, Miyaku. Alter, knapp. Junge, das war so knapp. Och, Miyaku! Das war so perfekt gerade. Das war der perfekte Run. Sorry, ich mach mich vanish. Der erste Sprung ist am schwierigsten. Alter, man schüttelt sich da wirklich. Wie das aussieht, wie der einfach nur so im Bogen lang fliegt. Scheiße! Genau, guck mal, das habe ich vorhin beim Playtesten weggemacht, weil das so genervt hat. Und jetzt merke ich, wie scheiße das war. Ich hab's jetzt etwas umgebaut, jetzt sollte es einfacher sein. Oh, knapp! Aber jetzt schützt man sich nicht mehr an den Kopf. Ja! Ja! Oh. Oh! Ja! Ich hoffe, du hast deinen Bogen mitgenommen. Nee, Wasser. Ha
Nein! Oh, knapp! Knapp! Die Falkos-Kamerafahrt! Nein! Ich hasse es, Mike. Warum machst du sowas? Falls du denkst, es ist unmöglich, es ist nicht unmöglich, Mützi hat es auch geschafft. Ja, Mützi ist auch bodenlos. Oh mein Gott. Nein! Man kann overwalk, dachte ich. You cannot just walk over it, Daddy. Ja, Trash Game. Oh. Ja! Nein! Ich dachte schon, ich hab gut getimed. Oh, bitte! Warum machst du die Decke so tief gemacht? Der Himmel ist zu nah, da ist die Border vom Himmel, du kannst sagen, das ist Bauhöhe, Danny. Ich kann hier nicht mal bauen, Mann. I'm going to kill myself! Oh, fast! Du musst ja den gleichen Sprung machen, wie du vorher gemacht hast, deshalb habe ich dir das auch vorher beigebracht. Hello everybody, my name is Chris! My name is Chris. Schnimm. Oh! Ah. Stop! Schlecht, einfach schlecht. Gib einfach auf. Oh, das ist geschafft. Oh, krank. Richtig gut. Jetzt muss ich die machen. Oh, schon wieder geschafft, krass. No! Genau. Hier ist das Ende. Yes, ja! Hahaha, du magst vielleicht meine ersten beiden Rätsel durchschaut haben, aber das bedeutet noch lange nicht, dass du mich besiegt hast. Die nächsten beiden sind die schwersten, die ich je gemacht habe. Spring dir mal die Ärzte ab und feier die Kopfschmerzen wirklich. Ich bin dich nicht hoch. Nein! Du schaffst jetzt First Try. Oh! Ey, nicht erwähnen. Oh, was steht hier? Wie viele Male bist du wohl schon gestorben? 10, 20, 42, 69! Ich gehe doch mal stark davon aus, dass du keinen Schutzengel hattest, der dir immer die Rätsel erklärt hat. Hey, auf zu skippen. Gehen wir echt mit meinem Hufeisen auf diesem Buch zu schreiben. Das sollte respektiert werden. Babaka! Ja, teleportiert! Das sollte respektiert werden. Babaka! Das sollte respektiert werden. Babaka! Oh, ich weiß. Auf der fünften Seite steht Amogus, ich weiß das. Challenge 3, Think with Portal. Oh, cool, Portal. Ja. Nehmt am besten mal ein ganzes Inventar voll. Also nicht komplett, aber die Leiste voll. Die wirst du bestimmt brauchen. Okay, ich nehme jetzt ein ganzes Inventar. Nein! Okay, der liest gar nicht, worum es hier überhaupt geht. Es gibt ein jedes Schild. Und freut sich dann, was wir machen. Kleine Strei, Think with Portals. Den Raum hier finde ich richtig schön. In welchen? Diesen hier, wo wir gerade sind. Ja, danke. Lass dich nicht einschüchtern. Suche alles ab und finde die Schalter, um durchs Glas zu kommen. So. Ey, da. Nein, mit sie. Warum wird jetzt mein Bildschirm rot, hä? Weitere Regel, kein Bug-Abusing, ja. Ich bin Veganer, Spaß. Nein, gib her, ich hab's. Oh mein Gott, er hat das Rätsel gelöst, ohne was zu lachen. Oder hat er's? Nee, hat er nicht. Doch, hat er. War's da unten? Ja, aber ich sterbe gleich an Fallschaden. Jump Boost. Kann ich den Jump Boost benutzen? Was ist das hier eigentlich?
Scheiße, gestorben! Ja. Wo war dein erstes Save? Ah, okay, okay, gut. Was soll ich mit der fetten Sprungkraft? Nice. Einen Schalter hast du gefunden, Chris. Nice cock. Perfekt. Skiller-Killer. Skiller-Killer. Kann ich jetzt hier hoch? Könntest du auch vorher schon. Lass dich nicht einschüchtern, such alles ab und finde die Schalter, um durch Glas zu kommen. Hä, warum ist der Shampoo weg? Kriegst du nur für eine kurze Zeit. Okay. Oh, er hat's gesehen. Muss. Danny, du hast doch einen Bogen! Hä? Das funktioniert? Ja. Das hat nur funktioniert mit sie, what the fuck? Kann man da auch Schneebälle drauf werfen? War das ja, das anscheinend. Gut gemacht, Danny. Wahnsinnig gut, toll. Was? Wieso hat mich das getroffen? Geht das nicht? Aua! Hä? Ey! Ja doch, das geht! Das geht mit Schnippeln! Krank. Du kannst einstellen, ab welchem welcher Seite des Buches das Redstone auslöst. Mit sie, eigentlich solltest du sie mit Jump Boost hoch. Du hast gerade durchgeglitscht, aber ich lasse es durchgehen. Wie du so rumliegst und dann stirbst. Jetzt sollte man das Jump Boost. So sollte man es eigentlich machen. Weil eigentlich kann man sich da nicht festhalten und du musst ja zweimal. Oh, 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 oh. Du, du, du. Hä? Oh. Also eigentlich soll man damit Jump Boost hoch, aber du cheatest einfach, okay. Dann überleb mal. Komm, dann überleb doch mal. Oh, no! Hä? LOL! Ja, jetzt ist eh vorbei, ich hab nicht genug Herzen. Oh! Oh, ich hab's geschafft! Nein! Nein! Da bist du! Nein, nein, da lass du dich hin! Nein, er ist geflohen! Weiter geht's! Wo bin ich? Will ich da hin? Nee. Gut. Alright. Ah, oh mein Gott, ich weiß, was du gewollt ist. Ich bin doof. Ich bin komplett dumm. Okay. Oh, yes. Nice. I got it. From my daddy. Ah. Digga. geschafft, cool. Ja, gut gemacht. Guck dir den Raum ganz genau an. Lol, ein Spiegel. Ah, okay. Ja, das ist halt anders, aber... Da hinten ist ein Gang. Ja, Mitzi, warum ist es denn dann anders? Was genau ist denn verändert worden? Lol, ein Spiegel. Als ob du hier wirklich so einen Fake-Spiegel hingebaut hast. Boah, hast du aber schnell rausgefunden. Nee, nice. Warte, Chris, geh nochmal zurück. Chris! Oh, du Jumpscare! Mit dem Boot. Kompletter Jumpscare, Alter. Ja, du hast was vergessen. Da gab's noch einen Schalter. Echt? Ja. Ey, Auto-Jump. Auto-Jump. Oh, tatsächlich. Ja, jetzt kannst du, jetzt bist du durch. Das war die Challenge. Ey. Okay, let me try that. Whee! Boi! Oh, scheiße, ich hab den Fallschirm, das macht. No! Tja.
mein Essen. Hol LOL als Spiegel. Oh. Alter, wie schnell. Easy. Hä? Okay. Tja, da hast du wohl einen Schalter vergessen, Danny. Wieso? Ich bin durch. Nö, dir fehlt ein Schalter. Das ist so. Ja, Danny. Das ist so. Danny. Warte, ich tippe dich sogar in den Raum hin. Hier, hier, finde den. Ich hab doch den Schalter. Ich könnte auch durch. Gut gemacht, jetzt darfst du durch. Hä? So. Au, aua! Bein gebrochen, Alter. Bein gebrochen! Okay. Whee! Aber ich dachte, ich krieg jetzt Speed. Da ist ein Knopf. Ah! Alter. Kommst du nicht dran? Ach Junge. So. Wegen der Kette oder was? Hä? Ich komm da. Ja, okay, so geht's auch. So geht's auch. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Was ist das da? Nein! Was machst du da? Nee, ich wollte eigentlich den Hebel drücken. Ja! Woo! Er hat's geschafft! Whee! Okay. Ist doch schön hier, oder? Schön bunt. Ja, alles. Ah, jetzt hat er auch mein Inventar geklärt, okay. Challenge 4 von Hell of a Time. Hier steht der Morgus, oder? Nee. Magischer Kessel. Hier steht der Morgus, oder? Lass dich nicht verwirren, es gibt nur einen richtigen Weg und vergiss den Knopf nicht. Nochmal. Nicht der Knopf. Ah! Spawn Point. Gut, dass es den bei den anderen auch gab. Oh, der Never. One hell of a time. Oh ne, muss ich jetzt hier auf die Lava-Blöcke drauf? Es gibt nur einen richtigen Weg. Vergifte den Knopf nicht. Oh, Crynox Obsidian. Alter, Junge. Das hier wird ja mal abnormal krank in dem Shader aus, ey. Okay. One hell of a time. Ey! Wo kommt nur das random Essen vor? Oh Gott. Internet. Internet. Magischer Kessel. Oh, magischer Kessel. Ja, Wasser im Nether, ne? Oh, man kann jetzt den Spawnpoint setzen. Guck mal. Der hat immer mitgedacht. Ja. 20 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt hat er's. Das ist ja easy. Kann ja sogar ich. Viel Spaß, das in 20 Sekunden zu schaffen. Fuck. 6, 7, 8, 9, 10. Magischer Kessel. Wasser im Nether? Das geht so nicht. Der ist ein magischer Kessel. Der Grund ist schon wieder so. Kümmere dich nicht darum. Ich erledige ihn. Hier stehen und unten den Knopf aktiviert haben. Hier stehen bleiben, der Knopf ist direkt geradeaus. Achso, der Knopf eben von unten. Schaffst du es in 20 Sekunden? Warte, ich muss nochmal meine Route überlegen. 11, 12, 13, 14, 15. Hier stehen bleiben, der Kopf ist direkt geradeaus. Was für Akt muss ich machen? Der Knopf! Ich check überhaupt nichts. Da ist nichts. Da war nichts. Da. Hä? Da waren Pisten, hä? Wenn du Knopf aktiviert hast, ja. Ja, wo ist da denn was? Da war nichts. Da war literally nichts. Bleib mal noch stehen, Danny. Ich mach den Knopf für dich. So, dreimal. Jetzt wirst du es auf jeden Fall verpassen. Doch. Jetzt guck einfach geradeaus und drückst schnell den Knopf.
eine gute Kamerapose, da sieht man das Redstone. Okay, 3, 2, 1, jetzt. Wo? Da ist kein Knopf. Okay, nochmal. Wo? Wo? Da ist ein Piss. Du siehst den Knopf doch hier, oder? Ja, da ist ein Knopf. Muss ich sneaken? Warte, ich drück nochmal den Knopf. Also es ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg, deshalb habe ich das nicht eingeplant, dass das funktioniert. Hä, hey, das ist voll klug von dir, den mehrmals zu drücken. Da kommen da mehrere Signale durch. Ja, unter Zeitdruck macht man zu viele Fehler. So, guck mal, ich habe ja diesen Sprung eben easy geschafft. Und jetzt schaffe ich ihn schon wieder 10 Mal. Ich habe nicht zugeguckt in dem Moment. Oh, das geht wirklich. Okay, das wusste ich nicht. Ja, einfach stehen bleiben und geradeaus. Geradeaus, rechtsklick gedrückt halten. 16. Ja, genug Zeit, um das Jump'n'Run zu schaffen. Welches Jump... Oh! Das ist der schwierigste Sprung von denen. Das liegt aber auch daran, dass hier, wo die Flamme ist, in der Mitte, da ist ein Barrier-Block. Deshalb muss man ein bisschen eher nach links springen, statt nach rechts. Und kannst auch den normalen Weg gehen. Den finde ich etwas einfacher. Wenn der eine Jump nicht wäre, ich würde den so durchlöschen, ne? Eigentlich bin ich nicht scheiße in Jump'n'Runs. Ich kann nur diese einen Kack-Jumps da nicht. Ah. Boah, ey. Oh, jetzt geradeaus. Rechtsklick gedrückt halten, geradeaus. Vielleicht auch sneaken, ich weiß nicht, ob es besser für dich ist. Hast du ihn gesehen? Mhm. Warte, soll ich für dich drücken? Ja, bitte. Okay, boop. Jetzt musst du ein bisschen warten. Nö, jetzt musst du warten. Oh, da kommt's. Oh mein Gott, da kommt's. Piep, 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 piep. Oh, da kommt's um die Ecke. Und da kommt's wieder um die Ecke. 3, 2, 1, 0. Ich krieg den Knopf nicht. Hä? Das geht nicht auf. Ah, jetzt. Wenn wir den Schalter ausstellen, ist eigentlich verkehrt. Warum? Also alle Schalter aktivieren außer den oder wie? Nein. Was ist denn verkehrt herum? Der hier? Ja, weißt du noch? Erinnerst du dich? Ich erinnere! Warte, ich glaube, ich weiß, welcher das war. Warte, Moment. Hebe den Schalter aus Challenge 1 verkehrt herum. Das war der hier. Und wenn es verkehrt herum ist, dann ist es der hier. Nein, ist es nicht. Nee, das war spiegelverkehrt. Das weiß man doch. Hey. Hallo, ein Train Error Boy. Train Error Boy. Den hattest du schon. Ey. Woo. So, drück die Knöpfe, um dich auszurüsten. Oh, Dia. Nein, nicht auch. Nee, das ist da liegen. Das ist da liegen. Mitzi, das ist da liegen. Nein! Du darfst die Sachen da nicht rausnehmen. Mitzi, du darfst die Sachen da nicht rausnehmen. Wieso denn nicht? Du sollst den Knopf drücken, verdammt. Ach so. Ich leg die Sachen wieder hin. Danke. Du kriegst sie geschenkt. Mach, dreh rum, wie du willst, Mega. Alter, wie das Ding, 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 ja, das cool, Geräusche oder? Macht, wenn ihr draufläuft. Alter, das ist ja voll geil. Ding, Dang, Ding, Dung, Ding, Dung. Ding, Dang, Dong, Dong. Lass dich fallen, wenn du ready bist. Ich bin ready, Digga. Lass dich fallen, wenn du ready bist. Oh, der Sound ist cool. Ding, ding, ding. Ja. Wenn ich nicht explodieren lassen, guck, wie der heißt. Gib mir die Bappen da, oder? Nee, ich irgendwas mit Freddy Fazbear. Freddy Benson. Du denkst, du bist krasser als ich? Ja. Dann drück den Knopf. Nee, warte, erstmal duschen. Erstmal Plansch. Planschen! Oh, was ist denn unten? Lass die mal drin, guck mal hier rechts. Mitte, lass die mal drin, guck mal hier.
Neben dem Wasserfall ist ein Knopf, Mitzi. Ja, genau. Ja, also normalerweise, wenn man die nicht rausnehmen würde, die sollte man nicht rausnehmen. Okay. Ja, ich kann sie wieder reinpacken. Ja. Ja, das ist hier quasi so eine Art Healing Station. Ja, und extra da oben dieser Block, damit das auch wirklich in den Zwecken hat. Ja. Warum ist da ein Schwein? Du brauchst den Sattel. Weißt du, was Sattel spawnt? Droppt? Was ist denn da drin? Nein, nicht ich rausnehmen! Nicht rausnehmen! Nicht killen, nicht killen! Du darfst ihn nicht killen, sonst kommst du nicht. Nein, der droppt keinen Sattel! Achso! Der Boss! Wenn du das Schwein killst, kommst du nicht mehr weiter! Er ist von alleine gestorben. Ich hab nichts gemacht. Hast du Freddy Benson? Egal. Komm, mach einfach den Boss! Mach mal den Boss! Wo ist die Challenge? Hier steht keine Challenge. Ja, weil das hier das Ende ist. Okay. Das wird nicht gut ausgehen. Das wird nicht gut ausgehen. Danny, warte mal ganz kurz, bitte. Nein! Ich mach das nicht nochmal. Danny, bleib mal ganz kurz dort, bitte. Ich mach mal kurz ein bisschen was, okay? Ich muss mal kurz was fixen, ja. Ach, Mützi! Ach, Junge, jetzt darf ich's nochmal neu bauen! Ja, so. Nein, Knopf drücken! Knopf drücken. Ja, dass beide genau das gleiche gemacht haben, ne? Mützi! Danny! Lass es! Du hast es im Inventar bekommen! Ich hab keine Hose, kein Helm bekommen! Doch, klar! Natürlich hast du es! Ich krieg nur Chestplate und Boots. Mützi, geh mal weg. Mit Leggings, steht noch da. Ja, guck gestellt. Achso, weil wie zu mir, der hat's mir gegeben. Der so hat's auch mir gegeben, what the f. Weil wir so nah dran waren. Ja. Der ohne Hose. Ich hab mal so. Danny, hier liegt eine Hose. Danny braucht keine Hose. Ich hasse eben eine Hose, Mann. Zensier. Guck dich bitte erst mal um. Ja, du kannst jetzt. Oh, Danny. Guck dir mal den Creeper an, aber nicht explodieren lassen, okay? Links. Hier. Nicht explodieren lassen. Was, wie heißt der? Freddy Benz. Hä? Witzi, mein Gott, was ist das hier? Nix. Ja, du bist ready, du kannst kämpfen. Ich wollte die spawnen. Schade. Alter. Der droppt Sattel, wenn man den killt. Let's go. Hä, es funktioniert? Ja. Hat den gedroppt? Ja. Okay, gut. Ja, das war ein krasser Endbosskampf, oder? Ja, welcher Knopf ist es, Mitzi? Nicht kämpfen! Mitzi! Nice! Mitzi? Ja, Mitzi. Hast du den Sattel? Mach das für dich. Mitzi, verpiss dich. Welcher Knopf? Irgendeiner muss es doch sein, oder Danny? Irgendeiner muss es doch sein. Sterbe ich da? Ja. Okay. Nein, geh runter. Geh runter. Ich will nicht sterben. Geh runter. Da erwartet sich ein Boss. Jetzt mach! JK, das war's. Wie fandest du's? Erstmal ein Drink. Okay, dann lass uns mal an die Bar setzen, ja? Ich hätte gerne eine Gura. Hier, gute Musik machen wir jetzt an. So, Danny.
Hau mal raus. Sag doch. Da war doch fuck. Oh, wie viele sind da drin, Alter? Hä? Warum sind da so viele drin? Leute, ich überhaupt eines hier. Ich nehme mal alles mit, damit es gelöscht wird. Ja, welcher Knopf ist es? Du bist aus der Pipe gekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch, du bist entkommen. Und jetzt verschwinde. Jetzt geh mal nicht noch mehr. Ja, Mike, Fazit? Ja, was ist dein Fazit? Richtig geil. Ja, das echt? War richtig geil, ja. Also Schwierigkeit hat mir gut gefallen. Ja. War halt herausfordernd an manchen Stellen. War es halt sehr schwer, aber... Du Griefer. Aber an manchen Stellen war es halt sehr schwer, aber ich fand es nicht unfair. Danke, Mike. Während ich hier schön ein Feedback mache. Sorry. Also, es war cool. Bitte mach nie wieder Jump'n'Runs. Der Amogus auf dem Dach war cool. Das war's? Mehr hast du nichts zu sagen? Nö. Goa. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast den Escape Room geschafft. Wie fandest du ihn? Ja, nice. Die Ideen waren ehrlich cool. Also... Würde ich eine stabile 8 von 10 geben. Die Jump'n'Runs mussten an manchen Stellen nicht sein, aber... Eine 8 von 10 würde ich sagen. Das ist eine stabile 8 von 10. Alter Mitzi, bevor du dein Feedback weitermachst. Du willst du den Secret Raum finden? Soll ich dir zeigen, wo der Secret Raum ist, den du verpasst hast? Ja. Er ist hier in... Mach dich mal wieder in Survival. Der ist hier... Survival! Du musst keinen Parcours dafür machen. Das ist hier irgendwo auf Grundlevel. Irgendwo muss er sein. Such ihn mal. Ich geb den Tipp hinter dir. Kalt, 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 wärmer, kalt, 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 eisekalt. Ah, ich friere! Wärmer, wärmer, ja, ganz, ja, ein bisschen warm, warm, kalt, kalt. Kalt, kalt, warm, 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 warm! Sehr warm! Oh, Donkey Kong! Der Toaster! Guck mal die Wand! Nein, die andere Wand links neben dir! Amogus! Ich keine Ahnung! Was soll ich sonst hin? Du hattest es fast! Geh doch mal durch, Danny! Ich hab dich tippelt. Frag an dieses Geräusch. Ich hab dich tippelt. Hier, geh doch mal durch. Du hast das schon gesehen. Da ist was. Ist der wirklich rein? Ja, da ist was. Du musst hoch, 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 hoch. Schlecht. Hoch, hoch, hoch. Jetzt an die Wand, an die Wand, an die Wand, an die Wand. Die Blöcke zeigen den Eingang. Du bist viel zu hoch. Viel zu hoch. Du hast gesagt hoch. Ja, aber halt nur bis. Ja, jetzt geradeaus. Lass dich fallen geradeaus. Hä? Du hast gesagt hoch. Guck doch, da siehst du die beiden roten Blöcke. Genau, da wo die. Ja, jetzt hast du es. Nein, hoch, hoch, nein. Wuh, geschafft, Danny, wuh. Danny, guck dir mal die Wand an. Oh mein Gott, ein Gaming-Toaster. Guck mal die Wand, Danny. Das ist so nice. Die Wand mit den Pilzblöcken. Wie fandest du's? Ja, also mir hat's sehr gut gefallen. Schwierigkeit war auch sehr gut. Design hat mir auch super gefallen, bis auf die Jump'n'Run-Passage, weil ich mag keine Jump'n'Runs. Ja, die Rätsel haben mir auch sehr gut gefallen. Der Bosskampf war auch alles gut. Grafisch hat's mir auch sehr gut gefallen. Also so vom Bauen her fand ich es sehr schön. Also ich fand es halt sehr cool. Besser als ich gedacht hätte. Oh, das ist aber nett. Weg mit dem Scheiß. Jetzt darfst du gehen. Möchtest du den Bonusraum sehen? Den Secret Room, den du verpasst hast? Gerne. Kalt, kalt, wärmer, ganz warm. Nee, nicht da drin. Nein, ich hab doch gesagt, nicht da drin. Warm, nicht warm, nicht warm, ey, einfach Wasser. Warm, wärmer, heiß, aua, tut weh, wärmer. Ja, seht ihr die Wand?
Versucht mal durch die Lava. Vielleicht ist ja Secret Passage. Ey, geschafft! Dun, dun, dun. Dun, 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 dun. Guck mal, der Toaster. Da ist ein Toaster. Dun, dun, dun. Guck mal, die Wand. Dun, 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 dun. Die nice. Pilzwand. DK. Pass. Ja, gibt's noch irgendwelche Worte, die du loswerden möchtest? Like and subscribe!